Outlast Dr. Zhivago wieder zwischen den Aufzug hängt. So, haben wir hier noch? Was ist das hier? Das ist nichts. Okay. Mhm. Interessant. So. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich es am Montag nicht mehr habe. Ah, guck mal an. Cool. Hier wollte ich noch gar nicht hin. Nein! Aha. Vielleicht sollte ich nicht stehen bleiben. Na, du Kleiner. Was ist los da hinten? Ah, okay. Da unten ist schon wieder so eine... Dämonenportal. Einmal in den Nacken treten. Einmal in den Nacken treten. Was ist mit ihm denn da? Guck mal hier. Riech mal. Käsefuß. So. Also, okay, hier ist schon mal das Portal. Ich schau nochmal eben. Ja, es kann ja... Kann ja lustig werden. 22, hey, 22 von 25 haben wir schon. Ist ja Wahnsinn. Also, so viele brauchen wir also auch nicht mehr von tot von oben. So, dann gucken wir mal. Also, hier müssen wir gleich hin nochmal ein bisschen... Was ist hier? Okay. Also, da geht's los. Yeah! Kommt her, ihr Höllenschweine! Es ist Zeit für euch zu sterben und zurück zu Mama zu gehen! Ja! Zurück will ich! Ich will auch Mama! Yeah! Ja. Vielleicht soll ich mal die Waffe wechseln? Hä? Wo kommt er denn her? Huch! Ciao! So. Hä? La 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 la. Okay, ich bin langsam. Yeah, 23 von 25 Kills von oben, sehr gut. Guck mal hier für dich und 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 hier nochmal für dich. Deine Mama hat angerufen. Du bist so hässlich wie die Nacht. So. Yeah. Deine Mama hat angerufen, es gibt Mittagessen. Schrot gibt's heute. Hör auf, an der Decke zu hängen. Hat dir das einer erlaubt? Gibt's doch gar nicht. Wo sind wir denn hier? Wir sind doch nicht bei dir zu Hause hier. Ich hab dir gesagt, hör auf damit. Yeah, 24 von 25. Mein Fuß riecht gut, was? Ich hab dir gesagt, hör auf damit. Du sollst nicht da oben rumhängen. Das kann sein, dass gleich Gies... Sag mal. Die hören irgendwie nicht auf mich. Kann das sein? Oh, ich hab doch gesagt, Gisela kommt wieder. Hallo, meine Freundin. Gisela, Gisela, du geiles Stück. Gisela, du machst mich verrückt. Gisela, Gisela, du geiles Stück. Du machst mich verrückt. So. Geronimo! Haben wir eigentlich jetzt alle tot von oben schon erledigt? Ich weiß es gar nicht. Hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Guck mal hier. So, wo ist denn... Wo ist denn Gisela? Ist sie hier? Ah, guck mal da. So. Solange es nur Gisela ist, ist es noch okay. Hä, wo ist der hin? Sag mal... Hör auf, dir fehlen Füße. Und jetzt fehlen dir gleich... Ich hab gleich keine Muni mehr. Ich glaube, tot von oben haben wir. Ich glaube, wir sollten mal Gisela erledigen. Warte mal. Können wir Gisela... Nein, geht nicht. Okay. Guck mal hier. Ciao. Mit V. War's das? Ne, da müssen... Ich glaube, da ist noch jemand. Ach, guck mal hier. Na, na, beweg dich doch nicht. Sag mal. Bleib doch. Gibt's doch gar nicht. Ist doch unfassbar sowas. So. Oh, dann freue ich mich schon. Wenn das wirklich funktionieren sollte, dann sich wieder... Ach, guck mal, die ist... Guck mal, die FDP-Party ist wieder da. Hua. Die FDP-Party ist wieder am Start.
Die müssen wieder ihre Quoten messen. Bam. So. Ah, Revenant-Forschungsprogramm. Ah, guck an. Geben Sie Neues und lassen Sie menschliche Einschränkungen hinter sich. Jessica aus der Personalabteilung kann Ihnen sagen, ob Sie in Frage kommen. Aha. Aha, Revenant war also auch ein Programm hier gewesen. In der Einrichtung. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah, ja. Also wissen wir also, dass Revenant auch... Geht's hier unten hin? Ah, guck mal an, cool. So. Revenant war also auch ein Forschungsprogramm. Mhm. Dann werden wahrscheinlich die anderen Dämonen, die wir ja auch aus dem Multiplayer kennen... Im Übrigen, es waren zwei Multiplayer-Folgen schon auf YouTube, oder sind schon auf YouTube zu sehen. Es werden auch, glaube ich, nicht mehr kommen. Es war nur so ein bisschen so mal ganz kurz mal reingeschaut für euch, damit ihr auch mal so ein bisschen den Multiplayer mal bei mir seht. Konntet ihr da auf YouTube, wie gesagt, zwei Folgen euch ansehen, anschauen, wie es da so ein bisschen abläuft. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass da noch weitere Folgen kommen werden. Außer natürlich, ihr sagt ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber dann muss ich mal schauen. So. Wir könnten die Säge gleich mal ausprobieren, ne? Mal wieder. Wenn wir schon einmal dabei sind. Wo kommst du denn her? Ich glaub's ja wohl. Deine Mama nicht anklopfen beigebracht? Ah, guck mal an. Guck mal, hier ist ein Secret-Raum, oder? Wo geht's da? Hä? Das ist ein Secret-Raum? Aber hier ist doch nix Secret, oder? Was soll denn hier Secret... Warte mal, was soll denn hier Secret sein? Huch, hallo? Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Ah, doch, hier ist irgendwas. Aber wie komme ich da... Hier? Ah, cool. Ja, Geheimnis entdeckt. Cool. Sehr geil. USB-Stick mit neuen Pornos erstmal wieder. Ne? Den brauche ich. Damit ich... Ja, Dämonen-Pornos. Damit ich ein bisschen Spaß habe, wenn ich alleine bin. So. Ja, 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 ist ja gut. Erstmal die Tür öffnen. Ach, guck mal. Olivia hat die Höllenwelle irgendwo in der Anlage aktiviert. Ach du heiliger Strohsack. Sie könnte sich von ihrem Einfluss befreien. Aber ich habe mich getäuscht. Sie war schwächer, als ich dachte. Ach du heiliger Strohsack. Oh Gott, um Gottes Willen. Oh Gott, boah, wie cool das hier aussieht. Boah, wie geil. Ich freue mich sehr. Na, lass das. So. Was, verschlossene Zwergentüren, unsichtbare, was? So. Ah, ach, guck mal, die eine Drohne haben wir ganz vergessen gehabt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo die jetzt gewesen ist. Ich glaube, da kommen wir auch nicht mehr hin. So, was haben wir denn hier? Wir machen mal den Raketenwerfer. Drücken Sie Waffenmod-Taste, um Raketen während des Fluges detonieren zu lassen. Oder halten Sie L2 gedrückt, um ein Ziel zu erfassen. Nach dem Erfassen werden beim Feuern drei Raketen aufs Ziel gefeuert. Alter, das nehme ich. Gib her! Bam! Ja, sehr schön. So, war es das jetzt hier? Ist hier noch irgendwas? Da steht Offline. Da steht auch. Ah, da, okay. Wir müssen also darauf. Hier ist eine Lunchbox. Mal gucken, ob wir wieder auf die FDP. Auf die mich verlassen schon die Worte. FDP-Party treffen. Wegen der Quotenmessung. Haben wir ja vorhin schon gehabt. Was war das? Was war das denn da gerade? Was ging denn da bitte gerade an der Scheibe vorbei? Hier geht's lang, da geht's lang. Ich bin mir gar nicht so sicher. FDP-Party! Yeah! Hallo, Freunde! Na, wie schaut aus? Achso, warte mal, apropos, bevor wir jetzt da weitergehen. Es scheint doch da weiter zu gehen. Wir können gleich oben mal durch den Schacht klettern. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier sogar... Alter, Erfassen Sie Dämonen deutlich schneller als Ziele. Ja, das machen wir. Jetzt können wir nämlich auch hier den Raketenwerfer verbessern. Wir haben noch zwei Pünktchen. Was können wir denn noch? Mit zwei Pünktchen können wir uns, glaube ich... Zwei Pünktchen können wir uns... Sag doch, die könnten gut bei PT anfangen, bei Kojima Productions. So, was machen wir denn als nächstes? Versteckt die Effektivität.
Mich verlassen irgendwie die Worte heute. Ich weiß nicht warum. Erhöht die Zeit, die bei Verstärker aktiv bleibt. Was war denn noch? Geschicklichkeit. Mhm. Du greifst schneller vor Vorsprüngen. Du wechselst schneller die Waffenmods. Ah, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie Geschicklichkeit finde ich nicht so spannend. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Erhöht die Anzahl der Ladungen bei Ausrüstung. Noch weitere verkürzte Nachladezeit. Ich schmeiß sehr wenig Granaten, muss ich sagen. Erkundungsgegenstände tauchen automatisch auf der Automap auf. Und die haben wir schon voll ausgerüstet. Ich glaube, ich mache das trotzdem mal mit den Granaten. Komm, Arschlecken. So, eine Mark 50. Und ich wollte wegen die Runenprüfung mal gucken. Wir haben ja hier abgeschlossen schon wieder eine. Das heißt, wir können hier unten mal wieder eine neue wählen. Gute Ausrüstung. Benutze 30 Ausrüstungsgegenstände. Davon haben wir schon 7. Guck mal hier. Haben wir jetzt. So. Also das heißt also für uns Granaten werfen, 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 werfen. Hier ist, glaube ich, ist hier ein Bonusraum. So. Irgendwie kommt... Ich habe manchmal immer so das Gefühl, ich habe immer so ein bisschen Angst, nach vorne zu gehen. Die Waffen sind alle von Stark Industries. Ah, okay. Oh Gott, warum sind die so große Türen? Karte wurde aktualisiert. Will ich hier wissen, was hier drin war? Will ich das wissen? Nein, ich wollte auf die Karte gucken. Oh Gott. Um Gottes Willen. Ah, guck mal, hier oben ist eine Runenprüfung. Also wenn wir jetzt hier rausgehen, müssen wir dann oben und dann rechts lang. Müssen wir mal schauen. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Runenprüfung. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah, guck mal hier, schon mal die Serverzentrale von Twitch. Wo müssen... Ist es egal, wo lang? Mhm, okay. Ich höre schon wieder die Zombies. Ach, jetzt sind wir hier. Hallo, Freunde! Wie schaut aus? Bock auf Party? Bam. So, was hatte ich gesagt? Wir müssen hier lang, ne? Hier war das, glaube ich, ne? Oder? Na, wo ist er hin? Huch. Da glitscht er mir einfach mal aus dem Bild. Okay, hier links und dann wieder links. Okay, das kriegen wir hin. Solange es... Was ist er mit seinem scheiß Kackschild da, weißt du? Geht er mir auf die Eier? Wo kommst du denn her? Ich hab dir doch gesagt, du stinkst nach Magie. Hab ich's dir nicht gesagt? Hör auf damit. Wie die mal schreien. Ist das jetzt hier irgendwo mit der Runenprüfung oder ist das ein Gang weiter? Ne, ich glaube, hier ist das jetzt links, ne? Und wieder links. Hier wäre da. Da ist die Rune. Guck an. Dann schauen wir mal, wie wir da jetzt... Der Controller vibriert. Hallo! Wie er auf mich gewartet hat, ne? Als dass ich die Tür öffne. Hier, für dich. So, Kopf ab. Lecker! Yeah! Oh, ich hab Bock auf Schnitzel jetzt gerade. So. So. Okay. Okay, OB, dann, ich glaube, ich bleib mal bei der Flinte. Ist ja gerade nicht so viele große Gegner hier. Hallo, Jungs. Ciao. So, was mit dir? Du auch, Party? Boah, ich mag die Glory Kills, sind so geil. Yeah, Höllenbrut! Weg mit dir! So. Also, dann schauen wir mal. Hallo? Was ist hier passiert? Hier gibt's Leben, aber wir sind voll. Also, was ist unser... Hier diniert wohl jemand, glaube ich.
Bin mir nicht ganz sicher. Ist doch gut, Kinders. Ist doch gut. Papa ist doch gleich bei euch. Papi ist gleich bei euch. Lasst das mal den Papa. Was ist das denn? Oh, guck mal, Gisela. Gisela, Gisela, du geiles Stück. Gisela, Gisela, du machst mich verrückt. Oh, wir sind gerade hier mitten in der Prognosenzählung reingeraten von der FDP. Es tut mir leid, ich kann da nichts für. Ich wollte mal kurz mal vorbeischauen und Hallo sagen. Hallo! Ich sollte vielleicht mal auf die andere Waffe... So, jetzt mal Ruhe hier im Karton. Mein Gott, eure Prognosen sind scheiße, habe ich gesagt. Scheiße! Ich habe gesagt, scheiße! Die Prognosen sind scheiße! Hörst du mir nicht zu, oder was? Wenn ich mit dir rede. Sperr mal die Ohren auf. Ah, guck mal hier. Schwupps. Ich habe gesagt, geh mal zum Doktor mit deinen Ohren. So. Lalala. Hallo? Da kannst du noch so rot leuchten. Ah, guck mal da oben. Da gibt es Vierfachschaden. Sehr schön. Wenn ich jetzt mal jemanden sehen würde. Okay, der stand einfach im Bild. Gisela! Gisela, ess auf! Ist genug da für jedermann! Ach, du auch wieder, ja? Okay, komm mal her. Freundchen, wenn ich dich in die Finger kriege... Oh, hallo, mein Freund. Hör auf, lass das. Lass das, hab ich. Lass das, lass das, lass das. Lass das. Geh weg. Ich hab nicht mehr viel Leben. Sollte vielleicht mal den Teleporter benutzen. Und vielleicht mal hier lang gehen. Wo geht's denn hier hin? Was ist das denn hier? Ist das ein Grab? Guck ich mir gleich an. Ich muss mich erst um die Typen hier kümmern. Oder sind das... Ah, ich weiß, was das sind. Ich weiß jetzt, was das sind. Das sind Call of Duty-Mitspieler. Das sind Call of Duty-Spieler. Die regen sich gerade total auf. Weil sie nur in der Collectors Box diesen Advanced Warfare-Dingsbums digital kriegen. Die regen sich total auf. Yeah! Wow, huch. So, warte mal. Jetzt habe ich ein bisschen Ruhe. So, also lohnt sich das Spiel zu holen. Hatte die Beta gespielt, war ein bisschen enttäuscht und der Singleplayer schaut echt nice aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert. Also es spielt sich echt so richtig so oldschoolig. Also oldschoolig. Ja, sag mal das so, ich weiß es gar nicht. Also du hast keine Renntaste, du läufst eigentlich ganz normal und fertig. Nix irgendwie mit Nachladen und so. Also richtig, so richtig schön klassisch. Gut, Multiplayer lässt sich drüber streiten. Ich meine, ich habe Spaß am Multiplayer. Es macht eine Menge Laune, so mit Freunden zusammen und so. Singleplayer ist ganz geil, siehst ja. Na, ist echt spaßig. Sind auch Arena-Kämpfe. Ist nichts anderes. Na, du hast ja jetzt mitgekriegt, ich habe jetzt in der Arena hier gekämpft. Jetzt sind die Türen frei und jetzt geht's weiter. Aber es ist, ja gut, ob es sich lohnt, weiß ich nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Kann ich sogar nicht beurteilen. Es macht Spaß. Ist ein cooles Game. Hat auch gute Bewertungen bekommen. Spielt sich auch echt super. Guck mal, wer hier ist. Ah, guck mal, die Tante, die sich verzaubern kann. Oder die sich wegteleportieren kann. Ah, ich glaube, muss jeder selbst für sich entscheiden. Also, mir macht es eine Menge Spaß. Muss ich sagen. Aber lohnen kann ich immer schwer beurteilen. Das ist immer... Ach, guck mal hier. Das ist immer so eine Sache, weil man weiß ja nicht immer, wie der Geschmack des anderen ist. Und wenn man dann immer gefragt wird, na, meinst du, lohnt es sich zu holen, kann ich immer schwer sagen, weißt du, dann sagst du nachher, ja, lohnt sich. Und dann nachher, ey, was hast du denn da gesagt? Ne, deswegen sage ich immer, lieber vielleicht beim Kumpel, vielleicht antesten oder vielleicht aus der Videothek ausleihen. Es gibt, ja, viele fragen sich, Videothek, was ist das denn? Wenn wir schon beim Thema sind, ja, es gibt heutzutage noch Videotheken, man mag es gar nicht glauben, in unserer Generation von Amazon Prime, Netflix und etc., wie sie alle heißen, ja, es gibt noch Videotheken. Und für die Leute, die es nicht kennen, was ist eine Videothek, dort leiht man Filme und Spiele aus, hat man zumindest früher gemacht und, ja, die hat man dann übers Wochenende behalten, hat man dann angezockt, ne?
viele vergleichen es mit Quake Arena. Ah, nee, mit Quake nicht. Also, ja, es spielt sich vom Spielprinzip her, ist es sehr schnell und auch so ein bisschen in der Richtung. Also, Quake, boah, Quake, wenn ich mal Quake 3 damals, alter Schwede. Puh. Nein, aber nochmal darauf zurückzukommen. Ja, es gibt noch Videotheken. Für die Leute, die es nicht kennen. Und, ja, in unserer Generation, wie gesagt, von Amazon Prime oder Instant Video und wie sie alle heißen, Pipapo, gibt es noch sowas wie Videotheken, wo man sich halt Filme ausleihen kann. Guck mal, was da los ist. Ich fasse es gar nicht. Richtige Party. Wann war er denn hier? Oh Mann, was ist denn hier schon wieder für eine Action? Okay, dann machen wir es anders. Okay, dann machen wir es anders. So, also los geht's. Yeah! Survival! Na du kleiner Knilch! Guck mal hier! Sollst mal zum Zahnarzt. Was habe ich dir gesagt? Lass das! Ich rufe deine Mama an. Du warst böse. Du warst böse, habe ich dir gesagt. Ich rufe deine Mama an. Wartet mal, Jungs. Ich habe hier was für euch. Guck mal hier. Yeah! Vielleicht sollte ich auch mal treffen. Aua. Dir fehlt ein Zahn. Warte mal. Wo ist das Gaussgewehr? Ah, hier. Uah, aua, lass das. Yeah, Survival. Ey, ich komme ja bald vorbei. Ja, genau. Huch. Genau, da kannst du es bei mir auch anspielen. Survival. Wo ist er denn? Aha. Genau, 2,50 Mark pro Tag war das noch früher. Ja, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Man mag es gar nicht glauben. Ja, Videotheken. Oh mein Gott. Aber es gibt ja auch nicht mehr so viele, ne? Aber die, wie gesagt, die machen, genau, die Verleihgebühr 2,50 Mark. Heutzutage gibt es da so Kombipakete irgendwie für 5 Artikel oder was für 11 Euro über das ganze Wochenende von Freitag bis Montag oder sowas. Von hier kamen wir, ne? Boah, mein Gott, das ist, boah, schon ewig her. Also wir waren jetzt letztens mal erst mal wieder seit langem in der Videothek, also Family und ich, und es wird immer weniger. Man merkt's richtig, wie diese Online-Anbieter diese Videotheken kaputt machen. Aber gut, wer leiht sich heutzutage noch großartig CDs oder DVDs aus oder Spiele, weil wenn man alles im Internet kriegt, also hier zum Beispiel, wie gesagt, die ganzen, ja, Filmeanbieter. Wo ist denn jetzt? Boah, was ist denn cool? Ja. Aha, ein neuer Ladebildschirm. Was wollte ich gesagt haben? Wie gesagt, mit den ganzen bleibt man bequem auf der Couch, bezahlt da monatlich seine, was bezahlt man da? 10, 20 Euro oder was da? Und kann dann Filme so viel gucken, wie man lustig ist? Ist klar, dass man dann bequem zu Hause bleibt einfach, ne? Ist ja logisch, ne? Damals noch zu Fuß, yo. Und dann immer schön 3 Spiele mitgenommen übers Wochenende und du kamst überhaupt nicht dazu, alle 3 zu zocken. Ja, beim letzten... Ich glaube, wir sind nah dran. Und dann das letzte Spiel hast du noch so knüppelig, hast du Montagmorgen dann nochmal irgendwie in die Konsole reingekloppt, um zu... Oh Gott. Um noch wenigstens es anzuspielen. Oh mein Gott. Boah, was nehme ich denn hier? Oh Gott, wir haben für die gar keine Munition. Alter, das wird so böse. Das wird so übelst böse. Um Gottes Willen. Ai. Oh Gott, wir sind hier. Und hier ist mein Zeichen. Und ich bin sehr gespannt. Und heute lag früher noch VHS. Yo. Und früher hast du noch mit VHS-Kassetten, vor allem mit VHS-Kassetten hast du früher noch, hast du noch Rob kopiert. Da hast du dir dann extra so VHS-Rekorder geholt mit zwei,
wie sagt man so mal so, mit Einschubfächern, wo oben dann die freie Recording-Kassette reingeschoben hast, die leere, und unten den Film, und dann hast du den laufen, und dann musstest du den ganzen Film laufen lassen, um den zu kopieren. Boah, das war so, das ist schon ewig her. Komm mir voll, so ob ich 50 bin oder so. So, ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Das ist auf jeden Fall der Stein. Ich dachte, es geht jetzt hier los. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir vielleicht jetzt einen ersten Bosskampf sehen werden. Haha, ja, was? Nicht zurückgespult hat Strafe gekostet. Ja, genau. Das war ja auch noch. Wenn du die Kassette nicht zurückgespult hast, dann hast du irgendwie, ich glaube, so eine Mark oder so musstest du, glaube ich, bezahlen. Jau, das war das ja auch. Du hättest nicht zulassen dürfen, dass dieser Ort entdeckt wird. Wo guckt die hin? Du hast versagt. Ja. Nicht ich, sondern Samuel. Er hat sie zusammen. Ah, echt? Bitte. Wir schaffen es. Versprochen. Das Tor wird wie geplant geöffnet. Ich muss nochmal eben... Kleinen Moment, bitte. Ich muss nochmal eben in die Einstellung gehen. Mir passt das gerade irgendwie nicht, dass hier die Musik und so kann ruhig, ja, ein bisschen weniger, weil ich möchte gerne die Stimme ein bisschen lauter haben wie alles andere. Machen wir mal so auf 92. So. Dass die Stimme ein bisschen besser zu hören ist. So, was haben wir hier? Hier können wir jetzt... Externe Überbrückung eingeleitet. Ich frage mich gerade, mit wem sie geredet hat. Der sah ein bisschen groß aus. Oh mein Gott. Anmeldung erzwingen. Oh Gott. 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 Vielleicht finden wir jetzt auch raus, wer wir sind. Ah, geil, cool. Hier gibt's... Oh Gott, hier gibt's jede Menge Munition. Das heißt nichts Gutes. Das heißt überhaupt nichts Gutes. Das heißt gar nichts Gutes. Ah, guck mal hier. Der Sarg, wo wir drin gelegen haben. Und das sind wir. Wir sind der alte Doom-Marine. Yeah. Der alte Doom-Marine. Oh, Gott sei Dank. Munition, definitiv. Munition. Ja. Oh mein Gott. Und das Schlimme, wenn ich nochmal zurückkomme zum Thema, und das Schlimme dabei ist, wenn du bei VHS-Kassetten war es ja so gewesen, wenn du einen unheimlichen Kabelsalat hattest, konntest du die Kassette wegschmeißen. Boah, das war immer so ärgerlich. Du hast irgendwie einen voll geilen Film drauf gehabt, wolltest den mal gucken, dann hast du den, keine Ahnung, 10-mal geguckt und irgendwann war das Band so kaputt und salatig und das Bild war verschoben und hast du nicht gesehen. Boah, das war so ärgerlich immer. Aber alle Terminals verfügbar. Zugang gewährt. Bitte vorsichtig vorgehen. Helixstein Schutzfeld aus. Energieleistung 0%. Ich glaube nicht, dass wir so an den Helixsteinen drankommen. Das wäre zu einfach. Ja, ich glaube, wir machen das so. Okay, wir machen das. Für YouTube machen wir hier eine kleine Folgenpause. Ich weiß, ist gemein, ne? Jetzt, wo es gerade so spannend ist. Aber ich glaube, dann freut ihr euch definitiv auf die nächste Folge. Und ja, machen wir eine klitzekleine Pause. Und ja, würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Tschüss!